Moinsen, SK ist am Start. Heute in Project Cars im RWD LMP1 auf Hockenheim Classic und zu Gast beim ersten Rennen der ICD LMP1 Meisterschaft 2016. Ein geiles Auto, eine Strecke mit wunderschönem Flow und mit 6 zwar ein bisschen weniger, aber dafür korrekte Dudes am Start. Alle Zeichen sprachen demnach für ein sehr interessantes Rennen. Da Picars alles andere als meine Mainsim ist und ich auch sonst sehr wenig Erfahrung mit den Dudes hatte, war es für mich relativ schwierig, eigentlich einzuschätzen, wie ich denn abschneiden würde. Bei 6 Fahrern war ich mir nicht mal sicher, ob ich es bis zum Podium schaffen würde. Dazu kam noch, dass der ein oder andere beim Training die Tage zuvor einen ziemlich stabilen Eindruck bei mir hinterlassen hatte. Aber lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir doch einfach mal rein. Was fahrt ihr so für Rundenzeiten? So 1,40 bis 1,52. Ach du Scheiße. Ja, 1,47 bis 1,43. Alles ist ruhig. Naja, weil es nicht stimmt. Doch. Schon wieder abgestürzt. Stürzt jedes Mal ab, wenn ich ins Online-Menü gehe. Also, er hat noch technische Probleme. Ja, also viel Spaß und technische Probleme waren also schon am Start dabei. Und nach ein paar Aufwärmrunden ging es dann auch schon ins Quali. Kommen wir mal. Das war nicht so, glaube ich. Man kann trotzdem erreichen. Eieiei, so knapp. Mit der 1.49.100 die Pole relativ safe gesichert. Mit ein paar weiteren Runden hätte ich eventuell sogar noch die 1.48 geknackt, aber ich habe mich dann doch eher entschieden, lieber nochmal ein paar Runden mit Mediums und vollem Tank zu drehen, um so eben meinen Rennrhythmus zu finden. Ich habe dann allerdings am Rennstart ziemlich einen Bockmist gebaut. Ich hätte mich am liebsten selbst dafür ohrfeigen können, ey, ohne Witz. Seht am besten selbst. Musik.
Dann viel Spaß. Jo, viel Spaß dann. Kein Zickzack fahren mehr. Boah, Traumstart. Aber was soll's. Ich hole die noch ein. Also. Keine Panik. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Dude, hallo. Das fand ich jetzt schon gerade ein bisschen dreist, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob er mich nicht gesehen hat, aber wenn er mich gesehen hat, war das dreist. Ich will ihm da jetzt keine Absicht unterstellen. Kann auch sein, dass er mich nicht einfach nicht gesehen hat. Selber bei Picard ist ja so, dass man nicht sieht, wenn jemand unmittelbar neben einem ist. Eieiei, scheiße. Macht sich ganz schön weit, der Dude, ey. Jo, der Toyota hat eine Beschleunigung, Alter. Das ist krass. Richtig krassen Beschleunigungsvorteil, Alter. Ist das pervers? Ist der beschleunigt, der Toyota? Puh, 18 Sekunden, eieiei, hat mich das da gekostet.
Aber egal. Ich nehme die Competition an. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass er mich bei der einen Situation einfach nicht gesehen hat, weil man hat echt keinen Indikator, wenn er am toten Winkel ist, wo der ist. Nein! Scheiße. Temperaturen merkt man extrem krass gerade. Danke. Hatte mir schon Sorgen gemacht, ey. Hatte mir schon Sorgen gemacht. Okay, geht rein. Und er fährt in der Box, oder? Nice! Er muss auch zwei Stopp machen. Wie geil. Überholen wird er mich auf jeden Fall, das steht fest. Die Frage ist, wie viel Vorsprung kann er rausfahren? Ich denke mal, weil gleich die Sonne wieder aufgeht. Da mit den frischen Reifen nochmal richtig schön pushen gleich. Ein bisschen Glück muss er nochmal die Boxengasse. Alles klar, 4 Sekunden. Ich komme ran. Er muss überrunden. Besser könnte es eigentlich gar nicht laufen.
Also ausbeschleunigen kann ich ihn schon mal nicht. Alter, der Toyota geht ja so hart ab auf der Straße, ey. Alter, Falter, das ist schon. Sehr. Knapp 10 Runden noch. Nein! Fuck! Aha, 2, 1, komm schon! Was ist dead? Krass. Was ist Papa Duck? Gut alle oder was? So, dann wird doch Platz jetzt nicht mal kurz vor Schluss sein. What the fuck? Ach, sag bloß, der verdient Box, Tatsache. Sind meine Kalkulationen noch aufgegangen am Ende.
mich auch noch nicht so früh freuen. Nur 3,3 Liter im Tank. Auch nochmal interessant, 2 Liter noch. Ich hab vergessen, die Einführungsrunde mit einzukalkulieren, verdammt. Aber eigentlich müsste ich es schaffen. Ich hab schon für eine halbe Runde, wo bin ich jetzt ungefähr? Um mich noch nicht Self-Call zu machen, das reicht. Müsste es eigentlich reichen, 1 Liter noch. Doch, reicht. GG, beziehungsweise GR. War ein geiles Rennen, Leute. Erstes Rennen und direkt gewonnen, ey, läuft. Und das trotz Start-Vorschlagstrafe, Alter. Ohne Witz. Alter. Gerade noch so mit dem letzten Liter fliegen wir, Alter. Ja. Ich bin alle. Geil. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Jo, Glückwunsch, Max. Jo, danke. Ach, Glückwunsch. Was war eigentlich bei dir los, Armin? Oh, ey, ich hab Kacke da, ey. Nee, ja gut, ich hätte... Ja, der Helmut und ich haben uns ein bisschen verkalkuliert. Ja, ich hätte auch fast um ein Haar. Ich auch total. Die Einführungsrunde habe ich dich mit einkalkuliert, deswegen. Ja, warte mal, ich muss, bevor ich jetzt erstmal eben auf den Server gehe, das Ergebnis sichern. Das ist wichtig. Ich hab halt gedacht, ich bin bei der Hälfte, genau bei der Hälfte des Rennens reingekommen, hab gedacht, ich könnte einen Stopp durchfahren. Allerdings habe ich vergessen mit einzukalkulieren, dass er in der Einführungsrunde, die ja auch mitgezählt wurde, nach Pika, ja. Eben halt der regelmäßige Spritverbrauch war. Warum? Mich hätte auch um einen Hand noch erwischt. Warte, ich muss mal eben hier gucken jetzt. Tja, so ist das Leben. Wo sind wir jetzt hier? Das ich hatte fast 20 Liter zu viel. Yo, trotz Katastrophe am Start konnte ich dank meiner Pace und dem größeren Tank tatsächlich noch gewinnen. Einige Dreher, der Motor kurz vom Platzen und mit fast leerem Tank noch liegen geblieben. Ich denke, das Rennen hatte echt alles dabei. Ich bedanke mich bei den Admins der Incorruptible Drivers für die Orga und bei allen Fahrern für ihre Teilnahme. Die Meisterschaft wird in 2 Wochen auf Zolder fortgesetzt und ich möchte die Gelegenheit nutzen zu erwähnen, dass noch genug Plätze frei sind. Sollte der ein oder andere eventuell Interesse haben teilzunehmen, Link ist down under in der Beschreibung. Ich verabschiede mich an der Stelle, macht's gut, fahrt sicher, Sayonara und Kappa Kampai.